nehmen wir Abschied von Friedrich Quitzow, Schmiedemeister in Telchow. Sein Leben währte 94 Jahre. Es war ein Leben voller Mühen und Arbeit und auch der Freude. Freude mit seiner so früh von ihm gegangenen Frau Helene und seinen beiden Kindern Otto und Wilhelmine, von denen nur eines noch seinen letzten Gang begleiten kann, seine Tochter Wilhelmine, die den geliebten Vater bis in sein hohes Alter umsorgt und gepflegt hat. Ihn, Friedrich Quitzow, den wir alle nur unser alter Fritz nannten. Er war der letzte Schmied im Kreise, ein vorbildlicher Gatte und Vater und Bürger. Ein Mann mit einer großen Liebe zu den Menschen und den Pferden, die er in seinem Leben beschlagen hat. Er ruhe in Frieden. Unser alter Fritz. Habt ihr gesehen, wie die Liese die Blumen vom Grab gefressen hat? War das deine Idee mit dem Pferd, Schwiegermutter? Friedhof. Nein. Hat mein Vater sich gewünscht. Mit Sattel. Er hat immer gesagt, wenn die Liese mich überlebt, dann soll sie bei meiner Beerdigung dabei sein. Ja, das hat er gesagt. Was machst du denn jetzt mit dem Gaul, Tante Mina? Behalten kannst du doch das Tier nicht. Kostet ja viel zu viel bei deiner Rente. Vielleicht lernt Oma noch reiten. Nun macht euch mal keine Sorgen, für die Liese ist gesorgt. Du kriegst ihr Gnadenbrot bei der GST, das ist ausgemacht. Das haben sie ihm versprechen müssen. Er hat ihn noch lang genug die Pferde besohlt. Was ist denn das, GST? Da kann man reiten und reiten lernen. Fast umsonst, Onkel Eberhard. Gesellschaft für Sport und Technik. Namen habt ihr hier. Ich weiß, dass bei euch alles besser ist. Das habe ich doch gar nicht gesagt. Bitte keine Politik, bitte, Kinder. Heute nicht. Also dein Alter hat auch keine Ahnung von dem, was hier so läuft bei uns. Meinst du, dass Uli noch kommt, Eberhard? Ich habe ihm ein Telegramm geschickt, mit Beglaubigung. Von meinem Bruder weiß man nie. Der hieß schon in der Schule Katastrophen, Rudi. Wieso? Und er brauchte nur die Tafel abzuwischen und schon musste das ganze Klassenzimmer renoviert werden. Vielleicht korrigiert er ja noch Hefte, der Herr Studienrat. Das dann Onkel Rudi ja nie gemocht hat. Ich musste auch ein Jahr lang bei ihm in die Schule gehen. Das musstest du nicht mit ihm. Er hat es ja auch am weitesten. Weiter als West-Berlin. Na, na. Höchstens 3-4 Stunden von Braunschweig. Vielleicht an der Grenze? Aber doch nicht den ganzen Tag. Der sollte doch schon gestern da sein. Auf den alten Fritz. Hoch soll er leben. Sei nicht so geschmacklos, Eberhard. Was denn? Wollt ihr noch einen Kaffee? Was sagt man denn in so einem Fall? Das ist wohl eine Glaubensfrage. Auf jeden Fall hat das hinter sich, der alte Fritz. Frohes Winter. Also, was ist nun? Nein, nicht für mich. Ich vertrage nicht so viel Kaffee. Wir haben welche mitgebracht. Richtig gut. Der ist besonders magenfreundlich. Habt ihr eine Kaffeemühle? In der Küche nehme ich an. Ich habe ihn extra nicht malen lassen. Frisch gemahlener Kaffee gibt ein ganz anderes Aroma, finde ich. Bis zum nächsten Mal. Nein, nicht zur nächsten Beerdigung. Zum nächsten Besuch. Also. Leningrader Nächte, verstehst du? Kein Stück. Naja, früher habe ich literweise Kaffee getrunken. Aber auf einmal eine Tasse zu viel und ich habe meine Leningrader Nächte. Ja, ja, dann stehe ich aufrecht im Bett. Na, wir werden alle nicht jünger. Ne? Mein lieber Mann, wenn die echt ist. Aha. Der Fachmann geht ans Werk. Oh, jetzt sind sie alle ist weg. Das eine Antikette? Was die auch immer reden müssen und so lange. Da sag mal, was machst du denn da oben? Das habe ich mir gedacht. Aber Mutter! Komm, lass das. So macht man das. Um Himmels Willen, Tante Mine, du machst ja kaputt. Das ist echter Jugendstil. Ach, die haben wir doch immer mit dem Besenstiel angemacht. Der steht immer griffbereit.
Von Strom hat dein Großvater nicht viel verstanden. Das war ihm unheimlich. Die ist bei uns gut ihre 2.000-3.000 wert. Was? Sag mal, was kostet denn bei euch im Westen ein Farbfernseher, wenn die Lampen schon so teuer sind? Mutter Eberhard meint, dass das eine Antiquität ist, nicht? Du weißt doch, er handelt mit sowas. Ich bin auch eine Antiquität. Aber wer gibt noch einen Pfifferling für mich? Wozu brauchen wir eigentlich so viel Licht am helllichten Tage? Kostet schließlich alles Geld. Tante Mine. Ja. Mach du mal weiter, mir tut schon der Arm weh. Nur denn ich? Ich wollte keinen Kaffee. Mutter, hast du keine elektrische? Nee, aber bisher nicht gebraucht. Gib mal her. Ja, mach du nur. Dann weißt du auch gleich, was sie wert ist. Schön, dass ihr frischen Kaffee macht. Jetzt machen wir es uns richtig gemütlich. Ganz unter uns. Ganz du setzt dich erstmal hier. Wir machen das. Sibylle und ich machen das schon. Nein, du weißt doch, wenn ich mich erst hinsetze, könnt ihr mich gleich unter die Erde bringen. Der Alte hat immer gesagt, wenn die Quitzus nicht mehr den Rinnstein krumm treten. Keine Widerrede. Ich habe Stachelbeerkuchen für euch gebacken. Extra für euch. Aber Mutter, wir haben doch alle genug gegessen. Ach Unsinn, Stückchen rutscht immer noch. Deine Tochter hat gesagt, du sollst sitzen bleiben. Eigentlich habe ich meinen Volksarmisten viel verklemmter vorgestellt. Ex-Volksarmist. Dem Frieden habe ich gedient, jetzt kommt die Liebe. Liebe Spinner. Du, was meinst du, was ich alles liebe? Ich liebe alte Leute, die Rolling Stones, ja, und subversiven Westimport in Form einer Kari. Mal ehrlich, Horst, hast du eigentlich eine Freundin bei euch in Halle? Die Braut des Soldaten ist sein Gewehr. Aber jetzt bist du ja keiner mehr. Na eben. Ich fange gerade an, mich daran zu gewöhnen. Und du? Ich auch. Na, ich meine, du hast doch sicher jemanden in West-Berlin, oder? So fragt man Leute aus. Du hast damit angefangen. Kannst es mir ruhig sagen. Eigentlich komisch. Ich könnte dir sonst was erzählen und du kannst doch nicht nachprüfen, ob es stimmt. Wie praktisch. Aber ich habe den Zustand nicht erfunden. Werd nicht gleich sauer. Wie steht mir das? Aber weißt du, was ich mache? Fahre ich eben in die Hauptstadt, kletter auf den Fernsehturm und guck nach dir. Oder noch besser, ich besorge mir ein Satellitenfoto und wehe, ich erwisch dich mit einem anderen. Was dann, hä? Dann fange ich einen Krieg an. Wie in Troja. Gegen mich hat West-Berlin keine Chance. Make love, not war. So, Helga, jetzt komm mal mit drauf. Ich hab noch was für dich. Ja? Wird dir bestimmt passen. Ich setz nur noch schnell den Kaffee auf, ja? Ich muss unbedingt sehen, ob es dir passt. Was ist denn mit dem Kaffee? Hättest du mir auch bringen können, ne? War wirklich eine schöne Beerdigung, nicht? Alles, wie es sein muss. Sogar der Parteisekretär war da. Wo Vater doch nie in der Partei war. Auch früher nicht. Mutter, das ist doch wohl ein Unterschied. Er war immer ein Dickkopf. Ja, weiß Gott, das war er. Und wie sie alle auf einmal geredet haben. Wenn du stirbst, bist du immer der Beste. Ha, wird mir eines Tages auch so gehen. Eberhard! Was hat sie denn nun schon wieder? Eberhard! Ja! Wo ist denn mein kleiner Koffer? Alles aufgebracht. Er ist aber nicht da. Natürlich ist er da. Sperr mal deine Augen auf. Dann zeig ihn mir. Sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ja, du hast ganz recht. Er war hier wirklich sowas wie die Kirche im Dorf. Die wollten sie eine Zeit lang auch am liebsten weghaben, die Kirche. Genau wie mein Vater. Als er damals unbedingt seine Schmiede allein weitermachen wollte. War lange bevor du Helga kennengelernt hast. Da war sie noch ein kleines Mädchen. Ein Fortschrittsfeind haben sie ihn damals genannt. Ja, und heute? Das musst du verstehen. Damals? Ja, ich verstehe ja schon. Richtig Mühe hat er sich gegeben, der Kreisveterinär, wie er da vorhin gesessen hat. Diese Rede. Unser alter Fritz. So haben sie ihn im Frieden schon genannt, lange vor dem Krieg. Hast du ihn denn überhaupt mal... Warte mal.
auf der Liese sitzen sehen? Hier. Oh. Ja? Kerzen gerade. Ja. Noch mit 94. Ein Bild von einem Mann. Hier ist dein Koffer! So, jetzt trinken wir mal was Anständiges. Echter irischer Malt-Whisky. 15 Jahre alt. Aber dazu brauchen wir frische Gläser. Ja, da drin sind sie. Die Eis hier, Tante Mine. Na und ob, muss nur mal kommen, wenn es hier Richtigkeit ist. Und als sie ihm gesagt haben, er hat Eisenmangel, ihm, dem Schmied, na, da hättest du meinen Vater mal erleben sollen. Fuchsteufelswild ist er geworden. Jeden Tag hat er ein Stück Eisen glühend heiß gemacht, in Eimer Wasser gehalten und darin hat er seine Füße gebadet. Gibt es denn keine Eisentabletten bei euch? Ach, entschuldige, Günther, das sollte nur ein Witz sein. Trinkst du einen mit, Tante Mine? Um Himmels Willen, ist doch viel zu stark für mich. Ja, das ist Helga. Das ist Helga? Mhm, auf dem Schulausflug. Nur so 10 oder 12 war sie damals. Richtiges Bild im Pappelbund. Ja, das war so in der Gegend von Rathenow. Warte mal, hier ist noch ein hübsches Bild von ihr. Nee, warte. Da ist es. Da. Also, dann. Ja, Entschuldigung. Hier war Prost. Prost. Was mir Spaß. Das Irland drin. Malz, Torf, Nebel. Was weiß ich, wie Irland schmeckt. Ja, aber Eberhard war schon mal in Irland. Stimmt's, Eberhard? Bloß zum Angeln. Bis nach Irland. Kannst du dir das vorstellen, Günther? Lachse. Solche Brummer. Bei uns gibt's auch Fische. Wenn du es schon vergessen hast, hättest du ihn wenigstens raufbringen können. Dann mal auch so. Er vergisst alles und dann bin ich daran schuld. Du musst es erleben. Naja, es hat eben jeder so seine Macht. Na, wie findest du die? Oh, du, die ist wunderschön, Sibylle. Für dich. Oh. Na los, anprobieren. Warte, ich helfe dir. Danke. Du wirst sehen, die steht dir bestimmt. Die hat einen ganz tollen Schnitt. Ich habe gleich ein paar davon gekauft. Im Sonderangebot. Ich kaufe rasend gern ein. Gefällt sie dir? Mhm. Gefällt mir. Du, das wäre aber wirklich nicht nötig gewesen. Wenn man was Neues anhat, da fühlt man sich doch gleich irgendwie jünger. Die Depressionen sind wie weggeblasen. Mir geht das jedenfalls so. Du kannst sagen, was du willst. Also ich finde mich toll. Danke, Sibylle. Wo willst du denn hin? Schnappen, spazieren, mal sehen, wie Telchow so aussieht. Ja, aber nicht so. Wieso nicht so? Na, mit der Jacke da? Na hör mal, das ist ein Look. Würden mich viele beneiden um so ein Stück. Hier aber nicht. Du, hier stinkt es nach verkapptem Militarismus. Junkertum, Invasion, Kapitalist. Mensch, da kommen Leute. Bitte, tu mir den Gefallen, ja? Seh ich mir eben mal die Schmiede an. Das ist also Urahnsreich. Ja, gewesen. Hier war das Feuer. Siehst du das Lodern? Ja. Und hier hat er geklopft. Hufeisen und so. Du würdest dich aber auch ganz gut machen, so als Schmied. Urahns Nachfolger. Als sie mir gesagt haben, Cousin Horst aus Halle kommt auch, irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Cousin zweiten Grades, bitte. Ich habe alles nachgeschlagen, Expertisen eingeholt, Ausschüsse einberufen. Was wir hier machen, ist völlig legal. Illegal, scheißegal. Also ich habe gedacht, du würdest mich mit deinem realen Sozialismus, willst mich nicht von irgendetwas überzeugen? Mhm. Meine Argumente kennst du ja. Ein
unwiderstehlich. Der Kaffee? Na endlich. Hier. Ach du, der riecht aber gut. Ist das dieser Goldmokka? Du siehst zu viel Westfernsehen. Na, wie der riecht. Das ist eben mal was anderes. Na, Günther? Ich hab's schon vorhin gesagt, ich nicht. Nun guck doch mal deine Frau an. Na? Na, nun sag schon was. Ja, was soll ich sagen? Ach. Gefällt sie dir? Wer? Habe ich dir nicht gleich gesagt, er merkt nichts. Die neue Bluse. Geschenk von Sibylle. Bei uns gibt es auch Blusen, denke ich. Sibylle hat's doch nur gut gemeint. Habe ich irgendwas falsch gemacht, Tante Mine? Ach, mach dir keine Gedanken, Sibylle, komm. Hat nichts mit euch zu tun. Hast du Sahne im Haus? Ich meine, ist noch welche da? Schlagsahne, Tante Mine. Ich könnte uns ein Irish Coffee machen. Whisky, Kaffee, obendrauf Schlagsahne. Das müsst ihr mal probieren. Wenn mir jetzt noch einer Kaffee anbietet, dann schreie ich. Sag mal, Sibylle, ist das wirklich wahr? Bei euch im Westen, im Fernsehen, was ich da immer sehe, mit den vielen Türken? Davon merken wir nichts. Das ist nur in Kreuzberg. In Irland, da begraben sie die Lachse. Und dann buddeln sie wieder aus. Eberhard, wirklich. Das Komische, es schmeckt besser als geräuchert. Wo ist eigentlich Horst? Die Kinder werden spazieren gegangen sein. Wirklich. Schönes Stück. Das ist ja auch nichts für junge Leute, so eine Beerdigung. Jugend will leben. Entschuldige, Tante Liebe. Der Eberhard hat das nicht böse gemeint. Der quatscht immer mal so los. Aber ein hübsches Mädchen ist sie geworden. Eure Karin, Gott, wenn ich noch an euren ersten Besuch denke. Damals war sie, glaube ich, 5. Schwarzer Mann, hat sie immer zum Alten gesagt. Ich glaube, sie hatte wirklich Angst vor ihrem eigenen Urgroßvater. Sie ist eben ein Stadtkind. Und der alte Fritz war der erste Schmied, den sie gesehen hat in ihrem Leben. Der Eberhard hat das wirklich nicht so gemeint. Und ich? Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Türken gesehen. Wie kommst du denn auf Türken? Naja, du wirst mir ja alles zeigen, wenn ich zu euch komme. Eberhard hat ja sicher wenig Zeit. Für den hole ich jetzt Schlagseine. Was meinst du damit? Zu uns komme? Na, hier in Telchow. Da braucht mich doch keiner mehr. Na, ihr zwei. Unterhaltet ihr euch gut? Ja. Wo soll's denn hingehen, Oma? In den Konsum. Ihr könnt mich ruhig ein Stückchen begleiten. Na, Karin, sag mal, was hast du denn da an? Toll, was gefunden auf dem Boden. Kann ich sie behalten? Ja, was willst du denn damit, um Himmels Willen? Ein Dragonerrock. Da sind da nicht schon die Motten drin? Republikmotten lehnen sowas ab, glaube ich. Also, was du auch immer redest, junge Mädel. Du willst doch nicht so auf die Straße gehen. Hier nicht. Nee, hier wenden wir sie. Sag mal, war Urgroßvater eigentlich ein Dragoner? Ach, ich weiß gar nicht, wo der die her hat. Der hat ja alles aufgehoben. Kann ich sie behalten? Na, von mir aus, du. Aber nicht, dass ich Ärger kriege mit deinen Eltern. Helga, das musst du doch nicht so zu Herzen nehmen. Die dumme Bemerkung von Günther. Wer weiß, welche Laus ihm gerade über die Leber gelaufen ist. Jetzt würde ich die Bluse gerade anziehen. Wie siehst du denn aus? Hm? Pass mal auf, ich hab was für dich, das musst du probieren. Und du wirst sehen, hinterher fühlst du dich wie neu geboren. Eine Schönheitsmaske aus Amerika. Ganz neu auf dem Markt bei uns. Setz dich mal hier ans Fenster. Da haben wir besseres Licht. So. Und los geht es. Jetzt entspann dich mal. Und hinterher hast du das Gefühl, als hättest du ein ganz neues Gesicht. Eine Haut wie ein Baby. Hm? So.
zurücklegen. So. Ach, Kinder. Schon ein ulkiges Gefühl, wenn einer so plötzlich weg ist. Aber er hat selbst immer gesagt, Mina hat er gesagt, ich bin nur von vorgestern. Wird Zeit, dass ich bald Platz mache. Ja. Müde war er. Oma, was machst du denn da? Ja, wäre doch schade um die schönen Blumen. Wäre ihm auch recht gewesen. Sparsam war er auch immer, der alte Fritz. So, die schneiden wir jetzt schön an und dann kriegt jeder seinen Blumenstrauß ins Zimmer. Haben wir alle was davon. Karin. Hm? Karin, in eurem Haus, der Eberhard, dein Vater, hat mir erzählt, dass ihr da eine Extrawohnung habt. Ist die vermietet? Die Einliegerwohnung? Hm? Das hat Eberhard doch nur wegen der Steuer gemacht. Die war mal für mich gedacht. Ach so, du ziehst da ein? Das hätten die gerne. Ich zieh aus nach Kreuzberg. Ich kenne da eine Wohngemeinschaft. Wieso, wo die Türken sind? Ach, Tante Mine, was du dir so denkst. Da gibt's noch andere coole Leute. Coole? Naja, nette. Nette Leute. Ach so. Weißt du, in unserem Alter, da müssen wir was tun für unsere Haut. Am besten geht es mir im Urlaub. Meer, Sonne, schwimmen, spazieren gehen, Tennis spielen. Da brauche ich überhaupt nichts zu machen. Da sehe ich einfach 10 Jahre jünger aus. Warum kann man nicht immer im Süden leben? Einfach alles hinter sich lassen und weg. Unabhängig, frei. Ich weiß nicht, ob du das verstehst. Mhm. So, jetzt mach die Augen zu. Hast du eigentlich nie daran gedacht, mal einfach abzuhauen? Einfach ausbrechen. Selbstständig sein. Die Karin ist jetzt erwachsen. Und Eberhard, der hat nur seine Geschäfte im Kopf. Und ich sitze da in unserem luxuriösen Eigenheim. Was bin ich denn da? Eine Mehrzweckhaushaltsmaschine. Ja, was machen eigentlich unsere Frauen? Was werden die schon machen? Klamotten probieren. Ich trinke noch einen. Du auch? Nee, ich muss mal in die frische Luft. Du auch? Also. Oh. Ein schönes Stück. Ah, hallo, Rudi. Na? Also, wo kommst du denn jetzt her? Ja, nur was aus Braunschweig, Panne. Ach, bist du auf der Autobahn liegen geblieben? Ja, sozusagen auf dem Randstreifen, notgelandet. Vergaser. Vergaser? Ja. Na ja, das ist mir mit meinem Trabi. Hat nie passiert. Ja, sehen wir ein Spitzenerzeugnis. Ja. Bin ich gleich mal raus und auseinander. Ja, du, die Mina hat den ganzen Tag auf dich gewartet. So, ja. Naja, dann geh erst mal rein und guten Tag sagen. Ja, auf diesen Moment gar nicht da, du. Oh, da kommen sie ja. Hallo. Tante Mine? Was haben sie mit dir gemacht, Mama? Meine Mutter hat wieder zugeschlagen, ihre Schönheitsmaske. Die schwätzt sie jedem auf, sofern er weiblich ist. Und wozu soll das gut sein? Gegen Falten und Midlife-Crisis. Immer wenn Sibylle der große Jammer ankommt, verschwindet sie unter ihrer Maske. Aha. Midlife-Crisis. Naja, das ist, wenn du eines Tages aufwachst
Was macht ihr denn da? Horst! Das darf doch wohl nicht wahr sein. Was denkt ihr euch dabei? Naja, ist eher so ein Gefühl. Karin, nur reg dich nicht künstlich auf, Sibylle. Ich bin schließlich kein Kind mehr. Aber du und Horst, das geht doch nicht. Was werden eure Väter dazu sagen? Sibylle, oh Gott. Horst aus Halle? Wohin gehen wir jetzt? Nicht schon wieder in die Schmiede. Ist doch schön in der Schmiede. Aber hart? Ja, Schmied ist ein harter Beruf. Und kalt. Machen wir das Feuer an und schmieden noch ein bisschen. Ist verrückt geworden, na, deine Tochter wohl auch? Wenn dich meine Meinung interessiert, dann wird sie reden und aus den Augen, aus dem Gesicht. Und wenn nicht? Da ist doch viel zu viel. Du hast Zeit für ihn. Konntest du dir nicht aufpassen? Horst! Horst! Immer ich! Wie siehst du überhaupt da aus? Mit dieser Pampe im Gesicht. Das ist eine neue Schönheitsmaske. Und Eberhard? Dein Bruder kümmert sich um gar nichts. Der rennt bloß durch die Zimmer und begutachtet das Mobiliar. Scheißvergaser. Was machst du da eigentlich? Er fasst die Schrauben nicht an. Das Helmut. Das Ronald. Ich hab den Schrauben Namen gegeben, damit ich mir besser merken kann, wo jede hingehört. Die Feder hier. Das ist Margret. Muss die Klappe halten. Die Luftklappe nicht. Ach so. Da kannst du dir kein neues Auto kaufen? Ich denke, ihr kauft euch alle 2 Jahre ein neues Auto. Helmut hält Margret fest. Das ist die Mutter von Helmut. Nee. Von meinem Gefährt trenne ich mich doch nicht. Nachdem ich viele Jahre in seine geheimsten Geräusche hineingehört habe. Nein. Ist doch wie eine Ehe. Sag mal, nimmst du an von unserem oder trinkst du auch nur Whisky wie dein Bruder? So, Moment. Helmut hält die Margret fest. Das ist die Mutter von Helmut. Da ist die Mutter von Helmut. Mutter von Helmut hielt Helmut fest. Margret hat die Klappe gehalten. Ronald hielt Margret. Sag mal, soll ich dir mal was verraten, Günther? Hm? Ich glaube, zu Hause trinkt Eberhard gar keinen Whisky. Tut er nur dir zuliebe. Ja, damit du auch was hast von unserer schönen, weiten Welt. Ne? Das ist so, so eine Art Entwicklungshilfe. Soll ich dir mal was verraten, Rudi? Eure verdammte Herablassung finde ich zum Kotzen. Da kommt ihr her und überschüttet uns mit den Segnungen eurer westlichen Welt. Das tut ihr doch nicht für uns. Ihr fühlt euch groß dabei. Sag mal, ist dir auch schon mal aufgefallen, dass die Schrauben an technischen Geräten immer viel zu klein sind? Also jedenfalls meine Schraubenzieher sind immer zu groß. Da kommt ihr her und beweist euch, wie gut ihr es doch habt. Eberhard mit seinem irischen Torfwhisky, Sibylle schmiert der Helga so eine Pampe ins Gesicht, hängt ihr einen Modefummel an und dann haut ihr wieder ab. Wisst ihr, was ihr wollt? Wir sollen dann vom schönen Westen träumen. Wir sollen uns klein und beschissen vorkommen. Und dann sollen wir euch auch noch dankbar sein. Ach, hängt mir zum Hals aus. Entschuldige. Ist das polnischer? Nee, so weit geht die Solidarität nicht. Prost. Prost. Was macht ihr denn da? Kommen wir jetzt auch ein? Hm? Nee. Wir müssen mal über die Erbschaft reden. Erbschaft? Willst du jetzt Schmied werden in der DDR? Ja, die Sache ist doch ganz einfach. Tante Wilhelmine und unser Vater waren die einzigen Kinder vom alten Fritz. Also geht die Hälfte an Tante Mina und die andere Hälfte an uns. Mit Haus und Grundstück können wir sowieso nichts anfangen. Bleibt für uns, Rudi, die bewegliche Habe. Mensch, Eberhard, wir können doch nichts mitnehmen. Nur ein paar Andenken vielleicht. Irrtum. Du kannst alles mitnehmen. So viel du willst, du brauchst bloß einen Erbschein. Man muss sich halt informieren, lieber Bruder. Sag mal, willst du meiner Schwiegermutter hier das Haus ausräumen? Mir hat sie gesagt, sie will nur ein paar Kleinigkeiten behalten, an denen sie hängt. Sie zieht doch sowieso zu euch. Oder? Vielleicht kümmerst du dich lieber etwas mehr um deine Tochter, anstatt dir Listen zu schreiben, was hier was wert ist. Und dein Sohn? Lässt er sich noch was sagen von dir? Karin hört mir sowieso schon nicht mehr zu. Und anbinden kann ich sie auch nicht. Ich will nicht, dass Horst durch sie Schwierigkeiten bekommt. Unter normalen Umständen kommt dann das Mädchen in Schwierigkeiten, oder? Ich möchte nicht, dass sie ihm was in den Kopf setzt. Eben. Und je schneller wir einen Schlussstrich ziehen, desto besser. Deshalb müssen wir über die Erbschaft reden. Na, wegen Karin springt dann Horst schon nicht über die Mauer. Na, falls du das meinst. Dazu ist der Junge viel zu realistisch. Du weißt doch, wie das in einem solchen Dorf ist, nicht? Da wird geklatscht und getratscht und plötzlich weiß man es in Halle. Schneller als der Regen
in die Tonne fällt. Das musst du deinem Sohn klar machen. Er macht sich nass. Ja, eben, eben. Was meinst du denn, wie er sich mit einer solchen Sache ins Bein hacken kann? Wenn die das in Halle mitkriegen, das hat doch Folgen, Studium und so weiter. Also darauf kannst du dich verlassen. Mit meinem Sohn werde ich schon reden. Mensch, das ist ja toll. 5 Mast, Vollschiff Preußen gestrandet, Kaiser ungehalten, Germania Werft an Krupp verkauft. Das ist ja eine uralte Zeitung. Habt ihr denn die her? Mensch, Eberhard, ist alles hin? Margret. Mann, so etwas hat doch Sammler wert. Jedenfalls hatte sie es, bevor du sie mit deinem scheiß Vergaser bekleckert hast. Habt ihr noch mehr davon? Oh nein. Wo habt ihr denn die gefunden? Da muss der Tante Mine fragen. Margret. Wer ist denn Margret? Das ist die, die durch das Loch gezogen wird, damit die Klappe hält. Ja. Die Luftklappe. Hast du dich auch schon von diesem Irrsinn anstecken lassen? Diese blödsinnigen Schrauben. Als ob es hier nicht Wichtigeres zu regeln gäbe. Weißt du, Rudi, mit dir könnte ich mich schon gut verstehen. Es würde ein bisschen teuer werden. Was? Das Verstehen. Nur 25 Mark jeden Tag. Na ja, weißt du, Rudi, das ist so. Ne? Unsere Staatsführung. Bitte komm. Bitte komm. Erklär mir nicht, was deine oder meine Staatsführung, ja? Verstehst du? Die schieben doch nur Wolken da oben hin und her. Mir sicher. Und wir waren doch nur auf dem Wetterbericht. Meine Güte. Mit dir würde ich wirklich gern mal ernsthaft reden. Ja, es gäbe bloß Streit. Schau, die Sache ist doch so. Moment. Die Sache ist doch so, ne? Also das hier, das seid ihr. Die SU, das sozialistische Lager. Ne? Und das hier, das sind wir. Whisky, Amerika, Weltmacht, Kapitalismus. So, und nun geht's los, ja? Die Deutschen voran, die Deutschen voran, ja? Ja, ja, aber so einfach ist das nicht. Das ist doch eine Klassenfrage. Ja, eben, ja. Wir sind die Klassenbesten. Verstehst du? Selbst wenn wir uns verstehen wollten, wir dürften nicht. Ja. Prost. Prost. Aber das will ich dir mal sagen. Nicht mit neuem deutschen Nationalismus. Nicht bei uns. Halt! Was? Halt! Das müsste Ronald sein. Ach so. Ich sitze auf Ronald. Ja. Naja, und deine Theorie, Günther, macht die Welt auch nicht besser. Deine aber auch nicht. Mensch, Günther, junge deutscher Verwandter, hier findet ein Familientreffen statt. Wir erkundigen wir uns ganz friedlich, wie es denn so steht, ne? Mit den Krampfadern, mit dem Blutdruck, was die Pumpe so macht. Ja, weißt du, jetzt erfinden sie schon Herzen aus Kunststoff. Aha. Ob die auch so viele Schrauben bauen? Wie mein Vergaser? Tja, wenn das dein Problem ist, dann such den Horst, da baut ihr das Ding wieder zusammen. Ich such erst mal meine Frau. Was suchst du denn? Sag mal, hast du den Eberhard beobachtet? Ja. Der dreht jeden Teller um. Mhm. Der macht Listen. Ach, mir doch egal, soll er doch Listen machen. Oh. Ja, richtige Listen macht er, damit ihm nichts verloren geht. Der schleppt alles in den Westen, du wirst sehen. Ja, jetzt bleib mal sachlich, ja? Wenn du was haben willst, dann musst du das mit deiner Mutter besprechen. Du musst dich ja nicht beteiligen an dieser Wühlerei in den Schränken. Das ist doch alles Kram. Eberhard rennt rum und an jedem Möbelstück da sieht er schon ein Preisschild. Helga, hör doch mal. Mutter nimmt das Haus, das will er nicht. Das bringt nichts, sondern doch verscherbeln, was er will. Mich ärgert einfach, dass er uns die Möbel wegschleppt. Er kann doch Mama nicht einfach die Möbel wegnehmen. Was soll sie denn in einem leeren Haus? Das ist so. Deine Mutter. Sie ist offenbar damit einverstanden. Na, sieh mal, sie zieht einfach zu uns. Zu uns? Ja. Wenn sie das wollte, hätte sie ja wohl mit mir darüber gesprochen, oder? Sie hat mit Eberhard gesprochen. Mit Eberhard? Mhm. Sie hat mit ihm besprochen, dass sie zu uns zieht. Mhm. Wo ist sie? Oh, Helga. Wo ist sie? Hat sich hingelegt, macht ein kleines Schläfchen. Dann noch mal.
Da sagst du mir, du könntest mir vielleicht helfen. Fehlt mein Vergaser nicht wieder zusammen. Abitur, Meisterbrief, polytechnischer Unterricht, Maschinenschlosser, kein Problem. Als allseits entwickelter sozialistischer Mensch kann ich Engels interpretieren oder Heine und deinen Vergaser zusammenbauen. Ja, verstehst du? Theorie und Praxis. Dein Vater hat dich gesucht. Ja. Ich will sicher einen Vortrag halten über ideologische Aufweichung. Was hat er denn gesagt wegen Karin und mir? Naja, aber soll ich euch mal was erzählen? Ich hatte mal eine Freundin in Hersfeld. Wenn ich sie besuchen wollte, musste ich damals mit dem Zug fahren. Kein Auto. Und in Kassel musste ich umsteigen. Von Braunschweig nach Hersfeld und umsteigen. Die Bahnkilometer, das Umsteigen und, ja, na sicher, und auch die schlechte Qualität des Bahnhofsbuffets in Kassel. Aber das alles hat zur Entfremdung geführt. Na und? Ja, was meint ihr, wie viele Liebesgeschichten nichts geworden sind, nur weil die Streckenpläne der Bahn nicht auf sie eingerichtet waren? Wer redet denn von Liebe? Ich glaube, er will damit andeuten, dass sich ein Drama daraus entwickeln könnte, wenn du jedes Mal einen Passierschein beantragen musst, um mit mir zu schlafen. Nicht zu vergessen, die Kosten. Onkel Udi, du bist genauso ein abgebrühter Zyniker wie mein Vater. Nur Realist, Karin. Nur Realist. Euer Realismus bringt doch alles um. Die Gefühle, die Menschen, die Natur. Und uns vererbt ihr dann euren realistischen Trümmerhaufen. Also wenn ich euch so höre, bald glaube ich wieder an unser gemeinsames Erbe. Ja, an Trümmerhaufen. Wenn Horst jetzt sein Studium anfängt, dann kann deine Mutter sein Zimmer haben. Ja, was soll sie auch in diesem großen Haus ganz alleine? Und die ganzen Reparaturen und so weiter, was ihr anfällt, mit ihrer Rente. Wir verkaufen das Haus. Ich habe dir auch erzählt von dem Grundstück, das mir das Kombinat angeboten hat. Nicht? Wir tun uns zusammen, alle von der Brigade machen mit, die helfen uns. Also ein paar Mauern hochzuziehen ist kein Problem. Ich habe sogar schon einen Dachdecker an der Hand. Dachdecker? Helga, 3600 Mark für 1000 Quadratmeter, Preis von 1937. Ja, das wäre wirklich das Beste für uns alle. Das hast du ja wieder fein ausgedacht. Und welche Stelle nehme ich da ein in deinem Plan? Jetzt, wo ich mit dem Fernstudium anfangen kann. Und der Betrieb ist auch einverstanden. Ich habe keine Lust, bis an mein Lebensende zerbröselte Tabletten in Tüten zu schaufeln. Wenn ich in Ruhe lernen will, dann brauche ich das Zimmer von Horst. Ich kann nicht in der Küche lernen. Als wir anfingen, hatten wir Küche, Sofa und Schlafzimmer in einem Raum. Und das Klo auf dem Hof! Verdammt nochmal! Ja, verdammt nochmal! Bauen, arbeiten, Studium, Haushalt, das bleibt doch alles an mir hängen. Und dann noch Mutter. Übertreib bloß nicht so. Deine Mutter sitzt auch nicht bloß rum und lässt dich bedienen. Eben. Wird genug gearbeitet. Nur wissen, was es jetzt zu lachen gibt. Wo Lieb und Einigkeit regiert, da ist das ganze Haus geziert. Red doch erst mal mit ihr. Hier. Was? 8. Mai 1945. Legierte Blumenkohlsuppe. Rindfleisch mit Senfsoße. Grießflammerie. Die Leute haben damals in Trümmern gewühlt und hier steht Rindfleisch mit Senfsoße. Hm? Die ganze Schublade ist voll davon. Der alte Fritz hat nichts weggeworfen. Das musst du von ihm geerbt haben. Du gibst ja auch jede Strippe auf. Ja, wir können ja auch zusammen mit ihr reden. Hm? Ich muss das erstmal verdauen. Oh, Entschuldigung. Lasst euch nicht stören. Es ist nur ein Augenblick. Die Standuhr unten im Wohnzimmer kriege ich. Wer sagt das? Ich sage das. Und es passt mir nicht, wie du hier über unseren Kopf hinweg entscheidest. Du benimmst dich wie... Das ist echt imperialistisch. Mach dich doch nicht lächerlich. Nicht an die Güter hänge dein Herz, die das Leben vergänglich zieren. Moritz von Sachsen. Ach, Eberhard, vergiss nicht, die Sachen da in der Schublade auch aufzuschreiben. Alles Kalenderblätter. Alte. Ich entscheide hier überhaupt nichts. Was ich hier mache, ist lediglich eine Aufstellung. Einer muss ja die Sache in die Hand nehmen, oder? Wir werden alles in Ruhe besprechen. Ich will doch Streit wirklich als allerletzter. Helga! Es geht doch nur um den Überblick! Es ist mehr eine Frage der Form! Warum? Warum? Ich kann doch hier nicht wochenlang rumsitzen. Solange reicht mein Passierschein nicht. Oh, Tante Mine, ich dachte, du machst ein Schläfchen. Ah, schon hinter mir.
Ich war plötzlich ein bisschen müde. Naja, es ist ja aber auch ein Tag. So, so werden Sie sich schön halten. Muss sie nur Tag für Tag frisch anschneiden. Auf dem Friedhof werden Sie bestimmt erfroren. Oh Gott, das hätte ich beinahe vergessen. Hier, komm mal her. Bitte, habe ich extra für euch gebacken. Aber Tante Mine, wir hatten doch genug Kuchen. Mehr als genug. Na ja, aber ich habe mir gedacht, mit so ein bisschen Schlagsahne, du musst ja nicht unbedingt auf den Whisky. Hier, vielleicht kannst du sie mal schlagen. Wir haben ja leider sowas nicht. Was? Na, so ein Dings. So ein Sahnewunder. Einfach auf den Knopf drücken und dann kommt die Sahne fertig aus. Chemie, Tante Mine, alles Chemie. Da schlage ich lieber. Naja, für uns ist das aber alles... Weißt du, ich sag immer, wenn sie bei uns alles nur ein bisschen netter einpacken, nur ein bisschen mehr Farbe nehmen würden, geht doch auch alles viel netter, nicht? Sag mal, Karin, warst du schon mal in Paris? Paris? Wie kommst du denn auf einmal auf Paris? Mein Hermann, das war mein verstorbener Mann, ja, der war mal in Paris, aber damals im Krieg. Was der mir alles erzählt hat und was der mir alles nicht davon erzählt hat. Oh, Paris muss schön sein. Wir sind mal durchgefahren, als wir nach Südfrankreich wollten. Seid ihr mit der Bahn gefahren? Dauert das lange? Nee, mit dem Auto. So ein Ulla VW-Bus. Den hat ein Freund von mir gekauft für 500 Mark. 500? Mhm. Da sind wir zu viert los. Wir haben auch drin geschlafen. Käse haben wir gekauft und Baguette. Da haben wir ganz billig gelebt. Was ist denn das? Baguette. Französisches Weißbrot. So lang und so breit und dann... Und Venedig? Venedig? Ich meine, kennst du Venedig auch? Nee, kenn ich nicht. Statt mit Autos fahren sie da mit Gondeln. Aber die Zugspitze, die kennst du doch nur endlich. Na sag mal, Tante Mine, warum fragst du mich das alles? Wieso? Interessiere mich dafür. Was wird denn nun eigentlich aus dir so ganz allein in dem großen Haus? Hm. Mich braucht sich keine Sorgen zu machen. Na? Willst du ein Stückchen kosten? Von meinem Stachelbeerkuchen? Du stopfst uns voll. Ich seh mal nach Horst. Vielleicht hätte ich doch lieber die Pflaumen aufmachen sollen. Steig ein, fahr eine Proberunde mit. Nee, nee, halt. Nee, komm, fahr du mal. Du warst hier der Meister. Also, wenn ich jetzt einen Schlag kriege, dann ist es aber mit uns beiden aus. Was ist denn da? Die Lampe, die ist mein Kapital. Du kannst sie ruhig mitnehmen, Mama. Ein paar Erinnerungsstücke kriegen wir immer unter Null. Das interessiert mich doch gar nicht, nur halte schon. Aber weißt du, Horst Zimmer ist ein bisschen klein, aber später, wenn das Haus fertig ist... Was redest du denn da für einen Unsinn zusammen? Die Lampe, die ist 2.000 bis 3.000 wert, hat Eberhard gesagt. West, das reicht für meinen Anfang. Das reicht wozu? Ja, für Paris, Venedig. Und die Zugspitze. Alles mal so von oben sehen. Du, da oben, ja? Auf der Zugspitze, da soll ein richtiges Hotel sein. Vielleicht übernachte ich da sogar mal. Seh mir an, wie die Sonne aufgeht. Im Osten.
Also, ich verstehe immer noch nicht, Mama. Wieso? Was ist denn daran so schwer zu verstehen? Ich werde verreisen nach Paris und Venedig und die Zugspitze. Wenn ich dran denke, dass der alte Fritz, mein Vater, gerade mal bis Dresden gekommen ist, dann hatte er keine Lust mehr und sein Pferd auch nicht. Und Hermann, naja, aber Reisen im Krieg, das zählt ja nicht. Nur mal langsam, Mama. Ich dachte, du kommst zu uns nach Halle. Nach Halle? Paris, Venedig und die Zugspitze. Tetsu adieu. Mama, das Zimmer von Horst ist nicht groß, aber wenn das neue Haus fertig ist, du, da richten wir dir ein schönes Zimmer ein, ganz wie du es haben willst. Ne? Ich werde dir mal was sagen, meine Tochter. Ich habe Halle nie leiden können. Das ist nichts Politisches, schon früher nicht. Was soll ich da? Für euch die Betten machen und Suppe kochen? Nein. Mach du dein Studium, ich werde verreisen. Aber das können wir doch zusammen. Günther hat gesagt, wenn der neue Wartburg kommt, dann machen wir erstmal eine Tour. Rostock oder die Lausitz. Lausitz? Ich habe ja gar nichts gegen die Lausitz. Lausitz ist sicher auch sehr schön. Aber was willst du als alte Frau? Was? Als alte Frau? Eine alte Frau aus dem Osten, in Paris und Venedig. Nun stell dir doch das mal vor. Ja, das stelle ich mir vor. Aber da gibt's sicher auch alte Frauen. Sieh mal, ich hab doch nicht gewusst, dass mir da Jahr für Jahr so ein Ding über den Kopf fängt. Was so viel wert ist wie ein Autobus. Naja, so ein kleiner. Aber wo vier Personen drin schlafen können. Mein Gott, und wenn ich an all die anderen Möbel denke. An mein Vertigo, du. Und an die Lampe im Schlafzimmer. Und an die Truhe. Und du hör mal zu, ich hab doch den Eberhard genau beobachtet, wie der alles notiert hat. Lauter Zahlen. Davon kann ich gut leben auf meine alten Tage. Und ich schicke euch auch von überall eine Ansichtskarte. Du läufst wieder fabelhaft, Horst. Du bist ein Ass. Onkel Eberhard würde behaupten, es hat an unserem Benzin gelegen. Nee, der hat schon vor der Grenze gestottert. Dabei war es nur Dreck. Unser Dreck. Fahren konnte man diese Art von Fortbewegung sowieso nicht mehr nennen. War eher so eine Art Springprozession. Zwei vor und ein zurück. Also wenn ihr noch eine Tour fahren wollt, bitte, begeben wir mich mal zur Familie. Da wird man dich auch dringend brauchen. Falschen, wer was kriegt. Ja, sehr witzig. Ja, aber Tante Mine, du brauchst die Lampe doch nicht einzupacken. Das machen dann die Leute von der Spedition. Nee, die gebe ich überhaupt nicht mehr aus der Hand. Ist doch mein Reisegeld, verstehst du? Bitte? Wo habe ich denn die Strippe? Sieh mal, da auf dem Tisch liegt sie. Komm, gib sie mir mal. Hier, bind mal um. Da bind nur mal um. Und du willst verreisen mit der Lampe? Karin, hier, ich halte die Hand drauf. Karin hat gesagt, das ist gar nicht so teuer. So ein Autobus, so ein kleiner, ja? Kostet nur 500, gebraucht natürlich. Wo willst du denn hin, um ihn mitzunehmen? Nach Venedig und Paris. Noch was? Ja, die Zugspitze. Ach, ich danke dir, du hast mich überhaupt auf die Idee gebracht. Ich verkaufe hier diesen ganzen Krempel. Wilhelmine. Jetzt weiß ich erst, was dir wert ist. Wilhelmine. Und ich bin alt genug, ich kann verreisen. Also, jetzt verreise ich. Wie stellst du dir das vor? Was meinst du, was das alles kostet? Das ist nicht so wie hier. Das Geld steht hier nur so rum, hast du selber gesagt. Das waren ja nur Schätzungen, unverbindlich. Und außerdem... Und außerdem wolltest du das alles haben, Wilhelm, nicht? Eberhard, dich kenne ich doch. Rudi und ich sind genauso erbberechtigt wie du. Wir suchen uns aus, was wir mitnehmen wollen, und den Rest behältst du. Und das Haus ist doch viel mehr wert. Aber nicht bei uns. Was soll ich denn hier allein in diesem großen alten Haus? Nein, das könnt ihr haben. Ja, aber Wilhelmine, nun hör doch mal zu. Du machst ja völlig falsche Vorstellungen. Die Preise bei ich uns, die sind... Ich viel. Ich fahre in so einem Bus und da stelle ich mir eine Couch ein. Und verpflegen tue ich mich selbst mit einem Stück Käse und diesen langen Dingern da von euch, diesen Baguettes. Aber Tante Mine, das sind doch Träume. Natürlich. Einmal im Leben. Mutter, was ist denn in dich gefahren? Also nun lasst mich doch endlich in Ruhe. Einige du dich mit Rudi und Eberhard. Ihr könnt das Haus ja verkaufen. Und du und Helga, ihr könnt ohne mich von Rostock bis in die Lausitz fahren. Und wieder zurück. Was soll denn das? Paris, Venedig. Und die Zugspitze. Davon bringen mich keine 10 Pferde ab. Und ihr schon gar nicht. Will einer Stachelbeerkuchen mit Sahne? Verstehe ich richtig? Du willst alle Brücken hinter dir abbrechen? Dann kannst du doch nicht mehr zurück. Na? Will keiner von dem frischen Kuchen? Karin hat extra Schlagsahne geschlagen. Eberhard,
Du wolltest doch vorhin welche. Vorhin, ja. Dann nicht. Mein lieber Günther, wenn ich wirklich mal zurück will, euch besuchen in Halle-Neustadt, dann wird schon keiner was dagegen haben. Das Haus, der Familienbesitz, seit über 100 Jahren gehört der Familie, die Schmiede in Tetschow. Mein lieber Neffe, du brauchst mir nicht zu sagen, wie viele Jahre das uns gehört. Das weiß ich besser. Ja, und das willst du alles im Stich lassen? Ja, was soll ich denn hier alleine? Das Haus wird doch sowieso verkauft. Hier, Frau Günther. Der baut sich doch dann ein Neubaukästchen in Halle-Neustadt. Ach, Mutter, nun sei doch mal vernünftig. Du, ich war noch nie so vernünftig. Ich habe nämlich nur ein Leben. Und das will ich in Venedig beschließen. Ach. Ja, auf dem Markusplatz. Eine alte Frau, die Tauben füttert. So, und jetzt lasst mich gehen. Wieso muss ich mein Leben beenden in so einem kalten Land? Aber Mutter. Das Wetter, Günther. Ich habe nur das Wetter gemeint. Was soll das? Und meine Erbschaft? Ja, vielleicht nimmt Mutter dich mit auf ihre Reise. Deine Witze kannst du dir sparen. Hm. Wenn Tante Mine die Möbel beansprucht. Ja. Schließlich steht mir die Hälfte der Erbschaft zu. Ich meine Rudi und mir. Na, ihr könnt doch das Haus haben mit dem großen Grundstück. Das ist mehr als die Hälfte. Und den Garten. Was soll ich denn damit? Was soll er denn damit? Na, hört mal. Also, habt ihr schon angefangen? Womit angefangen? Na, mit der Aufteilung. Ich denke, hier ist Familienrat. Nee, mehr Streit. Na ja, so ist das auch mit den Erbschaften. Ne? Die werden größer, je länger man darüber nachdenkt. Da kommt man in ein Haus und denkt, ach, du lieber Himmel, so viel Kram und wie dunkel das ist. Aber dann fangen die Augen an zu glänzen, nicht? Und die Erbschaft wird größer und größer. Und hör doch auf mit deinen Kommentaren. Mutter will die Möbel und verreisen. Mit den Möbeln? Du, ich habe mal 10 Suppenquirle geerbt. Ja, du, ja wirklich, habe ich unwahrscheinlich darüber gefreut. Wo willst du denn hinfahren, Tante Mine? Nach Paris. Nicht? Zugspitze. Warum nicht nach Venedig? Dahin auch. Ich verkaufe nämlich alles. Und wir behalten das Haus. Wieso? Ja, damit wir es nicht kriegen. Ja, und ich fahre nach Venedig. Lasst mich gut durch. Ich komme nach Venedig und hole dich da ab. Wenn ich sterbe, kannst du mich ja von dort mit der Post verschicken. Ich bin Materialistin, verstehst du? Wir glauben mir nicht unbedingt an solche Sachen. Ist mir doch egal, wenn ich tot bin, was mit mir ist. Mutter, das ist Fahnenflucht. Oh, um Himmels Willen. Komm mir bloß nicht damit mit Fahnen. Hier, schütt das mal aus. Hab mir gesagt, wenn du noch mal Venedig sehen willst, bevor es untergeht. Ich hab nämlich Städte schon untergehen sehen. Anders als ihr. Ja, und wir haben wieder aufgebaut. Trotzdem zieh ich nicht nach Halle-Neustadt. Verkauf das Haus oder bau ein neues. Oder fahr in die Lausitz. Oder ach, mach doch sonst was. Hast du das Haus verkauft? Das soll es leer stehen lassen? Das Feuer ist zu niedrig. Ich lass mal ein bisschen Luft rein. Da ist was rausgefallen. Ja, wo? Na, hier. Zeig mal. Weißt du, was da draufsteht? Lies mal. Testament. Vom alten Fritz. Der hat sicher gedacht, der Erste, der hier arbeitet, der soll's finden. Luftpost. Was machst du da? Na auf, ist doch zum Lesen bestimmt. Und die anderen? Wer zuerst findet, der liest auch zuerst. Da wird die Verwandtschaft aber staunen. Wenn Wilhelmine die Möbel will, gehört das Haus mir. Ja, Rudi und mir, das ist doch mal klar. Was willst du denn damit? Vermiete es eben so lange. Ja, vielleicht. Eines Tages, man kann nie wissen. Spekulierst du darauf, dass ihr die DDR doch noch erobert? Ne? So Quatsch. Vermieten? Weißt du, was du da kriegst? 40, 50, 60 Mark vielleicht. Und die kommunale Wohnungsverwaltung wird dafür sorgen, dass alles fein in Schuss gehalten wird für die Mieter. Von deinen 40, 50 oder 60 Mark. Wir sind nämlich ein sozialistischer Staat. Da kann man mit den Mieten nicht so wuchern wie... Ich höre doch, die Nachbarn müsste so laut sein. Mein letztes Wort. Das Haus wird verkauft. Mutter macht ihre Reise, dann zieht sie zu uns. Mein letztes Wort. Ihr kriegt das Haus nicht. Wer sagt das? Ich sage das. Und zwar laut und deutlich. Was heißt denn hier überhaupt? Hört auf zu streiten. Helft mir lieber beim Packen. Ich habe eine Liste gemacht, was ich alles verkaufen kann. Drüben. Sie haben eine Liste gemacht? Zeig mal. Zeig doch mal. Zeig mal her.
Das ist doch meine Liste. Willst du behaupten, dass das deine Handschrift ist? Die hast du abgeschrieben. Natürlich. Du bist doch der Fachmann. Mutter, kannst du denn einfach so alles mitnehmen? Auf Erbschein. Na klar. Gut. Gut, gut. Dann behalte ich das Haus. Und wenn es mich ein Vermögen kostet. Aber Eberhard, davon hast du doch nichts. Dann bring deine Mutter zur Vernunft. Ach, so ist das. Ja, so ist das. Du kriegst das Haus nicht. Eber, pass auf! Eberhard! Oh, Gottes Willen, Junge, was machst du denn? Ihr denkt wohl, ihr könnt mich einfach so enterben. Und er dachte, Mutter zieht zu uns. Wir verkaufen das Haus, bauen neu und dann... Ja, das weiß er ja alles. Warum kommst du hierher und willst alles durcheinander bringen? Weil ich erbberechtigt bin, verstehst du? Ich bin Erbe. Ihr braucht euch keine Sorgen mehr zu machen. Es ist alles ganz einfach. Wer die Schmiede nimmt, kriegt alles. Hier ist das Testament vom alten Fritz. Was ist das? Ein Testament. Testament? Davon hat er doch aber nie was gesagt. Ja, sag mal her, das Ding. Wo kommt das denn so plötzlich her? Aus dem Blaseball. Stumme Göre. Und jetzt ist das so. Ich nehme alles. Was? Du, mal, du willst die Schmiede? Prost! Ich werde wahnsinnig, Sibylle, Rudi. Ich halte das nicht mehr aus. Ich lerne das schon, Schmieden. Warum soll ich unbedingt in dein Baukombinat, Vater? Beton ist sowieso nicht meine Sache. Junge, das geht doch nicht. Dein Studium. Und das fällt dir auf einmal ein. Ich kann dem Sozialismus doch auch dienen, indem ich Pferde besohle. Wie der alte Fritz. Und du weißt doch, das private Handwerk hat wieder Zukunft. Hey, aber keine Pferde. Wer weiß. Außerdem kann man vieles machen in der Schmiede. Du willst dir doch nur die Erbschaft unter den Nagel reißen. Na, na, na. Der hat es gewusst. Er hat es gewusst. Der Kreisveterinär. Er hat gesagt, um die Schmiede macht er sich keine Sorgen. Ja, der Alte muss es ihm gesagt haben. Ja, Oma, der wollte halt den Laden zusammenhalten. Ganz einfach. Rudi! Was denn? Nun sag du noch mal was dazu! Also, fang nicht mit mir an, Eberhard. Fang nicht mit mir an, Eberhard. Der Alte hätte mir doch was gesagt. Wann soll er es gemacht haben? Das weiß ich. Jetzt setz dich erst mal da hin. Ach, hinsetzen? Ja, komm, setz dich hin. Warum hat er mir nicht gesagt? So? Dann wollen wir mal drüber reden. Karin, du fängst an. Es ist doch so. Ich wollte sowieso nach Lüchow-Dannenberg in eine Landkommune. Was soll denn das nun wieder? Hm. Hier jagt eine Kinderei die andere. Wir hatten da so eine Idee mit Schafzucht und so. Schafzucht? Das verstehst du sowieso nicht. Jedenfalls hab ich keinen Bock auf euren Leistungs- und Konsumscheiß. Da hab ich mir gedacht, ehe das mit Lüchow-Dannenberg klappt, den Bauernhof, den suchen wir schon seit über einem Jahr. Jedenfalls habe ich mir gedacht, da kann ich genauso gut hierbleiben. Ich bin sprachlos. Was? Hier in der DDR? Ja, ist mir doch wurscht. Der Bauernhof in Lüchow ist ein Traum. Aber die Schmiede hier, die ist da. Hier haben wir die besten Voraussetzungen. Ich höre wohl nicht richtig. Jetzt ist sie total übergeschnappt. Dass du das nicht checkst, das ist mir klar. Ist doch schön hier. Keine kaputte Natur. Die Schmiede. Ein Riesengrundstück. Hier kann man leben wie ein Mensch. Und Schmied lerne ich auch. Ja, aber Mädel, du verstehst doch nichts von Pferden. Ich meine so von den Beinen her. Ich schaff das schon, Tante Mine. Aber du bist wohl von allen guten Geistern verlassen. Du kommst mit zurück und damit basta. Karin, überleg doch mal. Das ist... Ich meine hier in der DDR. Ich meine, das ist nicht wie bei uns. Und außerdem musst du doch bestimmt eine Prüfung ablegen. Marxismus und so. Nö, sie braucht nur ihren Pass abzugeben. Aufhören. Jetzt hört doch auf, ich kann das nicht mehr hören. Ach, du verstehst doch sowieso nicht. Natürlich, wie immer. Dein Vater ist ein verkalkter, enttäuschter, langweiliger, humorloser, geiziger, reaktionärer, verspießter, konsumbesessener, kurzsichtiger und unsportlicher Scheißer. Und noch dazu ein Mann. Auch das noch. Genau. Und du? Was bist denn du? Du bist meine Tochter. Und ich erlaube nicht, dass du dich unglücklich machst. Du fährst mit. Das verspreche ich dir. Horst, wir werden darüber reden, über alles. Nicht ganz sachlich. Unter uns. Ja, ja. Wasch ihm mal gehörig den Kopf. Der spinnt nämlich auch schon. Hey, 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 hey. Der wird studieren und damit basta. Huf, Schmied. So ein Quatsch. Stimmst du jetzt über unseren Sohn?
interessiert mich doch überhaupt nicht. Wir reden jetzt darüber, wie wir das Erbe aufteilen. Und zwar vernünftig. Und damit basta! Ja, das könnt ihr, das könnt ihr. Aufteilen, teilen, teilen, teilen. In der Küche ist noch Stachelbeerkuchen und Sahne. Oder wollt ihr lieber Abendbrot? Ich dachte schon, du kommst nicht mehr. Kalte Füße? Ein bisschen schon, ja. Karin? Ja? Bleibst du wirklich hier? Warum denn nicht? Kann doch bleiben, wo ich will. Ja, nur so, oder? Wie nur so? Ja, könnte es nicht sein, dass wir... Ich meine, du verstehst mich schon. Die Schnarcherei. Fast Vollmond und mehrere schnarchende Männer im Haus. Eberhard hat erst angefangen. Da waren wir schon über 10 Jahre verheiratet. Ich wache eines Nachts auf und neben mir schnarcht ein Mann. Meiner. Und er glaubt es mir bis heute nicht. Günther sagt, das kommt vom Gaumensegel. Und das sei seine Art, Sport zu treiben. Er segelt mit dem Gaumen und bei Vollmond besonders gern. Sag mal, die Karin, meint sie das ernst? Frag mich was Leichteres. Na, vielleicht ist das mehr so eine Art Spiel für sie. Na, ich möchte nicht, dass sie sich über Horst lustig macht, verstehst du? Du musst sie doch kennen. Kennen? Kennst du dein Kind? Ich habe das Gefühl, sie will mich bestrafen. Und ich weiß nicht, wofür. Weißt du, der Horst ist eigentlich sehr empfindsam. Versteckt es nur. Und ich möchte nicht, dass er enttäuscht wird. Macht es klar mit der Schmiede, ja? Ja, ja, das läuft schon. Der Reiterverein ist dafür. Mit denen habe ich schon telefoniert. Ja, mit meinem Patenbetrieb werde ich sicher ein paar Nervereien kriegen. Weil die mich zum Studium delegiert haben. Aber die brauchen doch einen Schmied hier. Ja, ja. Ich stehe das schon durch. Du, ich habe schon eine Idee, wie wir das mit dem Garten machen. Ja? Naja, in so einer Schmiede gibt es ja auch bestimmt viel Mist. Na, die Pferde. Ja, schon. Da könnten wir uns selbst versorgen mit Dünger. Na, ich meine, alternativ und so. Ja, ich dachte, dass ich so Fenstergitter mache und Zäune und Grills. Springen vielleicht sogar noch ein paar Wespen raus.
Vielleicht brauchst du was aus dem Intershop oder so. Ja, da kann ich gleich bleiben, wo ich herkomme. Ja, ich dachte nur. Was ich will, ist das. Mit meinen Gefühlen umgehen. Endlich mal wirklich lebendig sein. Ich will keine Seele in Beton. Du musst mir zeigen, wie das geht mit dem Eisen und den Hufen. Jetzt? Komm, wir gehen in die Schmiede. Karin, du spinnst. Die Erde sind Sterne, stell dir das mal vor. Da sollen sie doch schreien, was geht uns das an? Vielleicht sollten wir es mal mit Wäscheklammern versuchen. Wäscheklammern? Ein Akt internationaler Solidarität. Wir legen der maskulinen nächtlichen Ruhestörung das Handwerk. Nieder mit den tiefen Tönen oder so. Schlaf gut, Sibylle. Du auch, Helga. Karin! Mach doch auf! Karin! Sei doch vernünftig! Du kannst nicht hier bleiben! Karin! Mach auf! Glaubst du, die könnte sich das hier erlauben? Hier bei euch? Kann man reden und reden. Aber irgendwo muss er doch sein. Einschließen. Dieser zweite Schlüssel. Wir haben ihn ja nie gebraucht. Als wenn wir alle Idioten wären. Man kann doch nicht einfach die Augen zumachen. Das ändert doch auch nichts. Das ist doch ganz einfach kindisch. Es ist ganz einfach kindisch, sich einzuschließen. Ich habe gesagt, wir fahren ab und fertig. Das ist doch keine Lösung, auseinanderzugehen im Streit. Genau deswegen fahren wir. Damit es gar nicht jetzt dazu kommt. Und diese verfluchte Erbschaft. Auf einmal drehen sie alle durch. Horst träumt vom Amboss. Ja, meinetwegen. Aber Karin, du mit deinem Paris und Venedig. Aber ja, ich weiß, ich habe die Zugspitze vergessen. Ja, ist es denn ein Verbrechen, wenn eine alte Frau mal träumt? Am besten ist, wir lassen alles so, wie es war. Wie denn? Mein Vater ist nicht mehr. Man kann doch nicht einfach ignorieren, was nur meine Tatsache ist. Was für ein Land leben wir denn? Welches meinst du denn? Unseres oder eures? Eben. Da hast du die ganze Katastrophe. Meine Tochter sagt, sie interessiert mich nicht. Aber was hat denn ungespritztes Gemüse und Pferdemist mit Freiheit zu tun? Das Bett. Ich hol jetzt da raus. Ich fahre nach Hause. Mach ich finde auf. Den Schlüssel wirklich. Mach doch auf. Sie macht mir nicht auf. Wie alt ist sie denn? Benimmt sich wie ein Kind. Da darf sie auch nicht wundern, wenn man sie so behandelt. Sie sagt, sie will nachdenken. Nachdenken? Nachdenken kannst du im Auto. Ich werde dich dabei nicht stören. Hast du die Ausweise, die Zollerklärung? Ich will keine langen Diskussionen an der Grenze. Unser Visum ist doch noch nicht abgelaufen. Lass uns doch mal in Ruhe drüber reden. Auf der Rückfahrt, im Auto. Meinst du, ich habe das nicht gemerkt? Diese heimlichen Feindseligkeiten? Eberhard. Dabei wollte ich doch nur helfen, alles in Ordnung bringen. Aber dieses Misstrauen von Günther und von Helga... Nein, das... Eberhard, das kannst du nur wirklich nicht behaupten. Und ob, Tante Mine. Du warst ja nicht dabei. Imperialist zu mir, hat sie gesagt, deine Tochter. Als ob ich was habe gegen euer Land, gegen euren Staat, gegen euren Staatsrat oder sonst wen. Eberhard, hör doch auf. Was soll denn das, Eberhard? Lass uns doch wie Verwandte miteinander reden. Als ob es mir auf die Möbel ankommt. Dabei habe ich in West-Berlin drei Leben davon voll. Ich hol die jetzt da raus. Eberhard! Ach, das wäre doch Eberhard. Das wäre doch gelacht. Das tut mir so leid, Tante Mina. Ach, dann sehen wir uns wohl erst bei meiner Beerdigung wieder. Tante Mina, du kommst uns besuchen. Ich weiß nur gar nicht mehr, was wird. Vielleicht kommt sie mal ins Fernsehen.
die Zugspitze und all das andere. Nanu wird hier abgereist? Oh, meine Güte, mein Kopf. Ich brauche jetzt erstmal einen dicken Kaffee. Ich mach dir einen. Ja, aber einen richtigen. Sibylle, ihr reist ab? Habe ich irgendwas Falsches gesagt gestern Abend? Ja, wenn man schon mal einen Schnaps trinkt. Ja. Wieso wollt ihr denn so plötzlich weg? Jetzt machst du sofort die Tür auf, Karin! Ich warne dich! Was denn los? Karin hat sich eingeschlossen. In der Schmiede. Oh. Abreisen. Naja. Wahrscheinlich das Beste für uns alle. Den Horst bringe ich schon wieder zur Vernunft. Dein Schwager Rudi hat recht. Aus den Augen, aus dem Sinn. Ohne Karin wäre Horst gar nicht erst auf so eine Schnapsidee gekommen. Oh, verdammt, ich brauche eine Tablette. Du machst es dir einfach. Jetzt ist wohl alles Karins Schuld, was? Das habe ich nicht gesagt. Bei uns lernt man gesellschaftlich denken, wenn euch eure Jugend wegrennt. Du bist verboten, als ich dachte. Ich habe Kopfschmerzen. Ja, du sagst es, Günther. Was, Pandemie? Also vielleicht ein paar Rollmöpse im Haus? Nein, ja. Daran habe ich nicht gedacht. Müsst ihr auch die halbe Nacht trinken? Ein Stück Huhn? Stachelbeer? Helga, ich brauche eine Tablette, Kopfschmerzen. Was ist denn hier los heute Morgen? Geht die Welt unter oder was? Ja, mein Lieber, du hast die Lunte gelegt. Karin hat sich in der Schmiede eingeschlossen. Sie will die DDR nicht verlassen. Aha. Ja, und ihr habt die Koffer gepackt. Wollt ihr einfach abschleppen und alles ist wieder eitel Sahne, was? Kannst du nicht mit ihr reden? Ich werde sie nicht auffordern, unser Territorium zu verlassen, falls du das meinst. Mensch, Junge, nimm das doch mal ernst. Du hast doch gehört, was Karin gesagt hat. Sie einschließen ist doch keine Lösung. Wir wollen uns auch nicht lösen und schon gar nicht auf Befehl. Das wird doch Liebe. Mensch, das ist doch Irrsinn, ja? Was für eine Welt lebt ihr denn? Nimm du doch wenigstens Vernunft an. Günther, ja. Deine Kopfschmerztablette. Mach das Tor auf! Es geht nach Hause! Ich lass mich doch von dir nicht zum Affen machen! Das Oberlicht in der Schmiede. Na, Eberhard will durchs Oberlicht. Der holt sie raus. Ich höre hier immer Vernunft. Sind das eure Argumente, zerbrochene Scheiben? Er nimmt meine Schmiede auseinander. Weißt du, was das ist? Die Quittung ist das. Sieh sich die doch an. Karin. Eberhard, Sibylle, an was soll Karin da noch glauben? Karin, ja. Ihr habt keine Perspektive in eurem System. Das ist es. Eberhard. Muss die Jugend ja durchdrehen. Ach nee, und Horst, dein Sohn, sein Enthusiasmus für eure Perspektive scheint mir auch etwas unterkühlt, sozusagen. Ja, 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 das geht vorbei. Ja, ja. Das blöde Testament. Eberhard! Au. Kaffee! Ja, was ist denn? Erst schreien sie alle nach Kaffee und dann ist keiner da. Tatemine! Ja, wir wollen. Helga! Helf mir den Tisch weg rum! Wieso, was ist denn? Oh Gott! Um Himmels Willen! Hier. Eberhard! Hier. Au. Was ja. ist denn passiert? Ist er verletzt? Er wollte durchs Oberlicht. Ja. Komm hierher, hierher, aufs Sofa. Vorsichtig. Wo, hier? Au. Vorsichtig. Verdammt nochmal, wollt ihr mich umbringen, oder was? Gib nicht so an. Hier tut doch nichts weh. Bleib ruhig, du bleib ganz ruhig. Ich laufe schnell zum Veterinär. Ich bin doch kein Pferd. Aber der ruft das Krankenhaus an und die holen dich ab. Kommt nicht in Frage, wir fahren. Au, 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 au. Unsinn. Ist es gebrochen? Ja, wenn du noch lange daran rumzerrst, bestimmt. Hier ist eine Schmerztablette. Dann gib sie ihm doch. Wir sollten einen Arzt holen. Nein, ich will nach Hause. Unsere Medizin hat Weltniveau. Ich will auch keinen Tierarzt. Fluchtversuch missglückt. Jetzt müsst ihr erstmal hierbleiben. Macht ihm doch derweil einen Umschlag mit Brennnesseln. Wollt ihr mich zu Tode quälen? Ich möchte dich mal sehen, wenn du ein Kind kriegst. Eins reicht mir. Ein für alle Mal. Eberhard, das habe ich nicht gewollt. Vater macht es das. Was ist denn passiert? Ist es gebrochen? Nein, sie haben geröntgt, nur angebrochen. Das heißt hier nur. Mir reicht. Mir auch. Du bist selber schuld. Hast du Schmerzen, Eberhard? Ich
will weg hier. Alter, was soll denn das? Du hast dir sein Gejammer gar nicht anhören müssen die ganze Zeit. Na, da seid ihr ja endlich. Alles in Ordnung? Oh mein Gott, so viel Gips. Wir reisen ab. Was heißt das? Gleich? Ja, ihr werdet doch wohl noch Zeit haben, euch in Ruhe zu verabschieden. Das ist doch wohl nicht zu viel verlangt. Sibylle, bring die Koffer ins Auto. Rudi, du kannst den Schlüssel gleich stecken lassen. Helfe dir, Sibylle. Wir wollen nicht in die Nacht reinfahren. Sibylle ist nachtblind. Ich bin nicht nachtblind. Ich fahre nur nicht gern im Dunkeln, das ist alles. Na also, dann beeil dich. Ist doch noch nicht mal Mittag. Halt du dich da raus. Komm, komm, ich helfe dir aussteigen. Fass mich nicht an. Ich bleib hier sitzen. Wie du hörst, sie sind wieder da. Als ich da so hier gesessen habe, heute Vormittag, bevor er durchgedreht ist. Ja? Als ob er durchblickt, ausgerechnet er. Der einzige Unterschied, den ich sehe, ist, dass mein Vater keine Scheiben einschmeißt. Verplant hat er mich auch. Sich, mich, meine Mutter, alles. Worauf sind die bloß so stolz? Stolz? Angst haben die. Einen ungeheuren Schiss. Wir könnten ihnen beweisen, dass es auch anders geht. Eigentlich wollte ich was ganz anderes sagen, nämlich... Niemals, es funktioniert. Der benutzt er sowieso nicht. Der will bestimmt gleich fahren. Also ich muss auf jeden Fall mit. Ja, wieso denn? Du hast doch ein eigenes Visum. Das letzte Band. Was für ein Band? Na, das Visum. Das Visum hält die Familie zusammen. Das letzte Band. So sind sie damals zurückgekommen. Von der Eroberung der Welt. Hör mir doch mal zu. Also... Ja. Ich meine, ich weiß nicht so recht. Ich finde es wirklich eine Wahnsinnsidee mit der Schmiede. Und ich mag dich wirklich. Ach so. Ach, überhaupt nicht, ach so. Es ging bloß alles so schnell, denke ich. Was ist, wenn ich mir das später anders überlege? Wir kennen uns doch erst ein paar Tage. Nicht mal. Ich brauche einfach mehr Zeit. Hörst du nicht? Ich höre nichts. Ich habe da gerade was ganz langsam kaputt gehen gehört. Ach, Spinner. War wohl alles nicht so richtig überlegt, was? Aber die Gesichter, die gemacht haben, die versammelten Elternpaare, das war doch gelungen, nicht? Ich will doch nur drüber nachdenken. Gut, 2 Monate. Dann weißt du, ob du mich vergessen kannst. Wir können uns treffen. Ja, ja, wir können uns treffen in Berlin. Ich zeig dir die Hauptstadt, hä? Hm? Ah, hier für dich. Was machst du denn hier? Ich warte. Deine Mutter hat auf das Gepäck. Ich will nach Hause. Ich sehe nach. Oma, das musst du doch nicht schleppen. Was soll denn das? Das wirst du gleich sehen. Geh mal rein. Du geh doch schon. Na ja, vorsichtig. Komm, stell sie mal auf den Tisch. So, nun mach sie auf. Was willst du denn mit der Lampe? Na, aufhängen. Ja, wolltest du die nicht verkaufen? Du sollst sie aufmachen und aufhängen. Ja, und deine Reise? Horst erbt die Schmiede und die Lampe gehört dazu. Ich lasse euch doch beide hier nicht im Dunkeln sitzen. Also, nun hängen sie schon auf. Denk doch mal an die Zugspitze, Oma. An Paris und Venedig. Ich verstehe dich nicht, Tante Mine. Die Reise, das war doch dein Traum. Ich weiß, aber
wisst ihr, Kinder. Naja, wenn alle von Verkaufen reden und sich über Aufteilung streiten, da habe ich mich wohl anstecken lassen. Ja, wo sollte ich denn hin, wenn alles hier auseinandergerissen wird? Was soll ich in Paris und in Halle? Ich gehöre nach Telcho. Ja, seht mal die Lampe da. Wenn man die abnimmt, dann was ist sie noch? Ne? Eine Antiquität. Aber wenn sie hängt da oben, dann ist sie mehr. Dann ist sie... Ja, wie soll ich das sagen? Dann ist sie ein Stück Familie. Heimat vielleicht. Ja. Ach, ich weiß gar nicht, ob ihr das verstehen könnt. Aber Oma, du kannst doch nicht wegen uns auf alles verzichten. Was heißt denn verzichten? Im Gegenteil. Ich habe mein ganzes Leben in Telcho verbracht und nun will ich hier auch begraben werden. Genau wie der alte Fritz. Und das musst du mir versprechen. Genau daneben. Du willst hier bleiben? Natürlich. Mit euch. Was ist denn? Wollt ihr mich nicht? Nein, Oma, das ist es nicht. Natürlich wollen wir dich, wir alle beide. Ja, du weißt doch, dass wir dich lieb haben. Na also, dann ist doch alles gut. Wir wissen bloß noch nicht... Eben, ihr wisst noch vieles nicht. Oder kannst du zum Beispiel Stachelbeerkuchen backen, Karin? Hä? Und du, Horst, mit den Pferden. Na, da musst du aber noch viel lernen. Alle Pferde sind nicht gleich. Mein Gott, die Liese. Wird die Liese sich freuen, wenn wir sie wieder zurückholen? Und für den Winter machen wir ein. Nur der Garten ist ja kein Problem zu dritt. Deine Idee da mit diesem Dünger, Karin, wie hieß der? Biologisch. Biologischen. Gefällt mir sehr gut. Sofort, wenn du zurück bist, fangen wir mit allem an. Denn zurück musst du noch mal. Dann brauchst du schließlich deine Sachen. Genau wie Horst. Oh Gott, mein Kuchen, hab ich ganz vergessen. Hab nämlich noch einen gebacken. Heute Morgen. Nehmt ihn doch mit nach drüben. Könnten ja einfrieren, wenn's euch zu viel. Ich habe so das dumpfe Gefühl, wir können gar nicht mehr zurück. Wir müssen es ihr sagen, dass es noch nicht sicher ist, meine ich. Helga, komm mal. Aber beeil dich, Eberhard wird ungeduldig. Was ist denn? Ich hab noch was für dich. Sibylle, muss das sein? Wollte ich dir sowieso schenken. Was zur Bluse? Als dein Mann sich gestern so angestellt hat. Guck dir das an. Hat Karin reingepackt. Was willst du denn damit? Hast du eine Ahnung, was die alles anziehen? Da können sie alles haben und stürzen sich nur auf den alten Plunder. Hier. Also ich weiß nicht. Bist du uns noch böse? Nein. Dann musst du sie nehmen. Sie ist wirklich hübsch. Danke. Weißt du, das war nur die Erbschaft und das ganze Durcheinander. Eberhard ist nicht immer so. Du musst ihn verstehen, die Sache mit Karin. Ja. Vielleicht haben Sie ja recht. Na, du machst mir Spaß. Ich bitte dich, wie waren wir denn in dem Alter? Vielleicht haben Sie recht, wenn Sie nicht einfach alles so hinnehmen wollen. Wir haben doch das Ganze so eingerichtet. Die ganzen Regeln und Vorschriften. Das ist nicht nur die Grenze. Es ist nun mal, wie es ist. Damit müssen wir uns alle abfinden. Horst! Und Karin. Zum Donnerwetter, Sibylle! Wollt ihr mich da draußen erfrieren lassen? Sibylle! Es ist kalt! Ich hab doch gesagt, du sollst den Koffer rausholen! Ja, ja, ich komme! Ich will jetzt endlich fahren! Deine Stimme hat jedenfalls nicht gelitten. Steht dir gut die Krücke, Onkel Eberhard? Willst du mich verscheißern? Na, das kann ja eine schöne Frage.
gemacht werden. Was denn? Du kommst einfach so mit? Erst machst du mich zum Krüppel und jetzt einfach so? Willst du mich lieber an den Hahn rausschleppen? Wir haben uns schon ausgeweint, Onkel Eberhard. Ganz sachlich. Ach so. Ich nehme euch was ab. Du musst mit Tante Mine sprechen. Was denn? Nun kein Küsschen? Wir sind ja hier nicht im Kino. Kommt sie wieder? Hm. Wir werden uns sehen. Aber ohne Kuchen lasse ich euch nicht fahren. Moment! Moment! Ich hab's. Ich hab die Lösung. Was für eine Lösung? Ah, wirst du gleich sehen. Ist fantastisch. Günther? Wo ist denn Günther? Ich glaube, bei Mutter in der Küche. Ich guck mal nach. Also ich will jetzt endlich fahren. Damit löst du überhaupt nichts. Ja, wenn du flüchtest, machst du alles noch viel schlimmer. Doch Quatsch. Warum schwingen die auf deine Krücke und komm damit rein? Jetzt bring endlich die Koffer ins Auto. Komm, setz dich. Wir müssen über das Testament reden. Na, wenn ich daran denke, kriege ich Sodbrennen. Du hörst jetzt zu. Eberhard, du solltest lieber fahren. Karin sitzt jetzt im Auto. Komm, komm, das geht auch nicht an, Günther. Er will über das Testament reden. Oh. Setz dich. Also, mit Gewalt könnt ihr die beiden nicht auseinanderreißen. Ja, da erreicht er eher das Gegenteil. Das könnt ihr mir glauben. Ich kenne mich aus in der Generation, als Lehrer sozusagen. Und ich bin ihr Vater. Irgendwer muss ihr doch beibringen, wo die Grenzen sind. Freut mich zu hören von dir. Ich meine das menschlich, nicht wie ihr. Was willst du denn damit sagen? Kann man mit euch nicht vernünftig reden? Menschenskinder, schließlich sprechen wir doch eine und dieselbe Sprache. Also die Geschichte mit deinem Sohn, nicht? Und deiner Tochter. Natürlich bei ihm, Romeo und Julia, ein Techo. Und diese Schmiede, dieser verrückte Bruder. Ja, aber genau, eben. Das ist das Problem. Die Schmiede. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Allein wäre Horst jedenfalls nie auf so einen hirnverbrannten Unsinn gekommen. Natürlich. Wenn was schief geht, sind natürlich wir dran schuld, die im Westen. Ne? Die sollen aufhören, da draus zu hupen. Ja, also. Ja, die können ja auch mal ein bisschen frieren. Ne? Hört mir doch mal zu! Bitte. Also, was soll man davon halten? Jemand besteht darauf, zu seiner Beerdigung ein Pferd als Trauergast. Pferdenarr. Worauf willst du hinaus? Verrückt. Völlig verrückt. Da schreibt er hier zum Beispiel, ein zerstörtes Vaterhaus verfeindet die Brüder. Hier. Aber eben kein Dichter. Das sind doch Kalendersprüche, die hat er gesammelt, der alte Fritz. Da oben gibt's eine ganze Schublade davon nee, voll. Nee, nicht der Stil. Der Inhalt ist wichtig, mein Lieber. Hier, die Einheit des Erbes kann den Frieden bewahren. Also nur die Einheit des Erbes kann den Frieden bewahren. Das ist schon der Blödsinn, historisch gesehen. Historisch. Das hat er natürlich nur die Familie gemeint. Und das lässt sich interpretieren. So oder so. Ja, also ich stelle mir das mal so vor, also rein theoretisch, wie das wäre. Man legt dieses Testament den Behörden vor. Euren Behörden hier, Günther, mit einem entsprechenden Hinweis auf diese Wunderlichkeiten. Ja, im Klartext, der alte Fritz war verrückt. Und die Behörden erkennen das Testament nicht an. Das Testament lässt sich anfechten. Und schließlich handeln wir nur aus Notwehr heraus. Ne? Wenn unsere Jugend die Augen vor der Realität verschließt, dann müssen wir ein bisschen nachhelfen. Die einfach ein grünes Utopia gründen wollen, mitten in Techo. Als ob es Ost und West nicht gäbe. Und ohne Aussicht auf die Schmiede? Tja, käme Horst bestimmt wieder zur Besinnung. Was meinst du, Eberhard? Ja, so gut. Wir erkennen das Testament nicht an. Na, ich finde, darauf sollten wir einen trinken. Komm, Günther, hol dein Wodka. Oh, Moment, da fällt mir noch ein, der alte Fritz, das hat man mir ja mal erzählt, hatte ein Radio im Pferdestall, weil Pferde Gesellschaft brauchen. Dann hat er das Radio wieder rausgeholt. Die Liese regen die Nachrichten zu sehr auf. Aber überall rum hat sie. Ja, bitte. Haben genügend Indizien. Ja. So. Prost. Cheers. Na, Zdrowie! Ah! Wie finde ich denn das? Lässt uns hier sitzen und frieren. Und erst konnte es nicht schnell genug gehen. Das wird auch mal dunkel. Kommst du mit? Nein. Dann frier allein weiter. Ihr wollt also meinen Vater nachträglich für verrückt erklären. Aber du hast das Testament doch gelesen, Mutter.
Du musst doch zugeben, dass das reichlich verworren ist. Ja, ich habe es verstanden. Und der Kreisveterinär, hier, der hat doch mit unterschrieben. Aber ein Tierarzt kann doch nicht wissen, ob ein Mensch verrückt ist oder nicht. Und diese Spindisierereien von Vaterhaus und Einheit da drin, Tante Mine. Mein alter Vater. Du sollst also verrückt gewesen sein. Eberhard! Was ist denn nun? Wir sitzen draußen und warten. Erst drinnen. Was machen die denn da drin? Vielleicht eine Gipfelkonferenz. Also an deinen Wodka kann ich mich gewöhnen, Günther. Oh, das freut mich. Ich sitze draußen im Auto und warte und ihr feiert hier. Also wenn du jetzt nicht kommst, dann fahre ich. Wegen der Dunkelheit. Was ist denn eigentlich los, Mama? Sie haben beschlossen, dass das Testament ungültig sein soll. Ja, wenn Karin und Horst keine Schmiede erben, dann kommen sie auch wieder zur Vernunft. Also ihr kriegt das Haus und wir nehmen die Möbel. Ja. Und euer Horst wird studieren, wie sich das gehört. Genau. Und Karin schickt man nach England als Au-pair-Mädchen. Ja, bin ich. Prost, Günther. Ach, und ich wäre hier wohl überhaupt nicht mehr gefragt, was? Das habt ihr drei euch ja fein ausgedacht. Was meinst du, Helga? Nächstes Jahr treffen wir uns alle zusammen in Halle in eurem neuen Haus. Ja. Und dir, Tante Mine, spendiere ich eine Reise auf die Zugspitze. Oder willst du lieber einen Farbfernseher haben? Farbe Ost-West, aus dem Intershop. Also wir müssen auch mit Horst und Karin reden. Das könnt ihr euch sparen. Glaubt ihr denn, die wollen mit euch reden? Worüber denn? Und das will ich euch noch sagen. Ob ihr nun da was anerkennt oder nicht anerkennt, das ist mir egal. Ich mach da nicht mit. Ich bleibe hier. Wie nennt man das bei euch da drüben? Das Haus ist besetzt. Jawohl. Von mir. Mama, nun reg dich doch nicht auf. Jetzt spiel doch nicht verrückt, Tante Mine. Ich helfe euch nicht beim Teilen und beim Kaputtmachen. Ich bleibe hier und halte den ganzen Kram zusammen. Ja, vielleicht wissen die Kinder eines Tages mehr damit anzufangen. Von mir aus könnt ihr jetzt alle verschwinden. Aber allesamt. Tja. Beerdigung sehen wir uns wieder. Und den Kuchen haben sie auch vergessen.